Hallöchen, meine Lieben! Ich habe heute etwas ganz Tolles für euch, und zwar eine Buchverlosung. Hier vom Kanal gab es das bisher noch nicht, aber jetzt gibt es das, und zwar anlässlich meines zweijährigen Jubiläums hier auf BookTube. Und ich möchte euch alle einladen, dass ihr daran teilnehmt, denn das würde mich sehr, sehr freuen. Was ihr dazu tun müsst, zum einen innerhalb dieses angezeigten Zeitraumes, der eine Woche läuft, in den Kommentaren kommentieren. Heißt, ihr müsst Abonnent meines Kanals sein, das wäre natürlich sehr schön, denn das Ganze soll an meine, an meine treuesten Zuschauer gehen. Und zwar hätte ich gerne von euch einen Kommentar dazu, welches Video euch am besten auf meinem Kanal gefällt. Dazu klickt euch einfach mal durch die ganzen Playlisten und durch die ganzen Videos, die es schon gibt. Vielleicht habt ihr auch sofort eins im Sinn. Und gerne dürft ihr mir auch noch Kritik da lassen. Das heißt, gerne dürft ihr auch noch schreiben, was ihr noch gern sehen wollt. Vielleicht wollt ihr auch mal noch ein bisschen etwas anderes sehen oder mein Regal hier hinter mir nochmal genauer beleuchtet. Dann kann ich das gerne mal machen, aber schreibt es mir gerne dafür in die Kommentare. Ja, um was geht es überhaupt? Hier im Hintergrund seht ihr es schon, da stehen schon die beiden Exemplare, die ich verlosen möchte, denn es gibt zwei Bücher zu gewinnen. Das ist beides mal das gleiche. Ich habe hier noch ein drittes Exemplar meines, und zwar Katharina Herzog, Immer wieder im Sommer. Ein, ja, Sommerbuch, wie es so schön auch schon vom Cover vermuten lässt. Ich habe es noch nicht gelesen, ich bin schon sehr gespannt darauf, werde es vermutlich mit in den Urlaub nehmen. Und vielleicht habt ihr da auch Lust darauf und ein bisschen im Lesen den Sommer herbeizuholen. Dazu gibt es noch eine kleine Postkarte, die wunderbar gestaltet ist. Urlaubsziel, neue Liebe. Und damit ihr wisst, worum es sich hier drin handelt, lese ich euch einfach mal den Klappentext vor. Vom Mut, das Glück wiederzufinden. Zweimal hat Anna ihr Herz verloren, einmal an Max, doch die Ehe ging vor 5 Jahren übel in die Brüche. Und dann war da Jan. Die unvergessene Liebe eines Jugendsommers. Schon lange fragt sie sich, was aus ihm geworden ist. Als sie erfährt, dass er auf Amrum wohnt, beschließt die sonst so vernünftige Anna, spontan mit ihrem VW-Bus gen Küste zu fahren. Doch dann meldet sich ihre Mutter, zu der sie seit 18 Jahren keinen Kontakt mehr hatte, mit schlimmen Nachrichten und einer großen Bitte. Am Ende sitzen nicht nur Anna und ihre Mutter zusammen im Auto, sondern auch ihre beiden Töchter und Max. Wie das Ganze so schön hier unten noch heißt, ein Buch wie eine perfekt gepackte Strandtasche. Berührendes Familiendrama, wunderschöne Liebesgeschichte und Road Novel. Für mich eine perfekte Mischung. Es klingt sehr, sehr schön für den Sommer, für den Strand. Und ich werde mich davon überraschen lassen. Vor allem, da es für mich im Sommer auch gen Norden geht. Zwar nicht nach Amrum, aber so ein bisschen aus meiner Perspektive gesehen die Richtung. Und deswegen, ja, glaube ich, passt dieses Flair super zu meinem Urlaub und vielleicht auch zu eurem. Das heißt, wenn ihr eines dieser Bücher bekommen wollt, dann schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir, welches euer Lieblingsvideo auf meinem Kanal ist, schreibt mir gerne noch den Hashtag Sommer dazu und lasst mir gerne auch einen Daumen dafür da und wie gesagt, Abonnent meines Kanals müsst ihr sein. Genau, das wäre es schon. Zu diesem Buch kommen vielleicht so noch so die ein oder andere Kleinigkeit mit dazu in das Päckchen. Deshalb seid ruhig gespannt darauf. Aber auf jeden Fall auf so ein wunderschönes Buch könnt ihr euch dann freuen. Ich hoffe, ihr macht zahlreich mit und bleibt auch weiterhin mir treu nach den ersten 2 Jahren, die jetzt vorbei sind. Aber ich hoffe, wir haben auch noch ganz viel Zeit zusammen. Das heißt, es bleibt hoffentlich nicht nur bei diesen 2 Jahren, sondern geht dann auch noch weiter. Ich würde mich sehr freuen und ich hoffe, ihr macht zahlreich mit beim Gewinnspiel und wir sehen uns dann auch im nächsten Video. Tschüss! Gerne lasst auch einen Daumen hoch.